Also wir stehen im Grunde vor massiven Problemen und wir müssen dort anfangen, wo diese Probleme die unmittelbaren Auswirkungen haben. Und ich bin überzeugt, dass die Frauen an der Basis der Gesellschaft, dass die Familien, die betroffen sind, die Stimmen sind, die gehört werden müssen, die Stimmen sind, die anschwellen müssen, die laut werden müssen. Und dafür brauchen wir eine gemeinsame Plattform. Wir müssen die Idee der Solidarität, zusammenarbeiten, zusammenkommen, Ideen entwickeln, uns zu stärken, Selbstvertrauen zu entwickeln. All das muss wieder in diese Richtung gehen.